In Österreich könnte schon bald eine Expertenregierung installiert werden, zumindest in Teilen der Bundesregierung. Ja, was bedeutet das für den politischen Alltag? Wie regiert man in so einem Expertenregierungssystem und ja, wer sind eigentlich diese Experten? All das bespreche ich jetzt mit Verfassungsjuristen Theo Oehlinger. Vielen Dank fürs Kommen. Bitte, gerne. Ja, es gibt in Österreich ja kaum Erfahrung mit expertengeführten Ministerien. Wie läuft sowas im Alltag? Es können Personen, die eigentlich keine Parteimenschen sind, immer mit der Leitung eines Ministeriums betraut werden. Und haben dann dieselben Befugnisse, dieselben Aufgaben wie ein Politiker, der in dieses Amt kommt. Das heißt, sie hätten auch im Ministerrat die gleiche Stimme. Wenn es Einstimmigkeitsprinzip gibt, müssen die mitstimmen, aber das zählt nicht mehr und auch nicht weniger. Sie haben die gleichen Rechte, aber auch die gleichen Pflichten sozusagen wie ein anderer Minister. Das ist der Begriff Experte, ist kein Begriff der Verfassung. Er kommt von der Regelung, dass der Bundespräsident in bestimmten Fällen vorübergehend die Leitung eines Ministeriums auch einem hohen Beamten übertragen kann. Das ist ja jetzt schon ein paar Mal gefallen. Da ist immer wieder von Sektionschefs die Rede im Wesentlichen. Diese Personen werden da genannt, aber das könnten auch ganz andere Personen sein. Das kann ein Bauer sein fürs Landwirtschaftsministerium. Der Bundeskanzler kann dem Bundespräsidenten jeden Österreicher, der 18 Jahre ist, für ein Ministeramt vorschlagen. Nicht? Mhm. Der Bundespräsident wird natürlich überlegen, welche er dann tatsächlich ernennt. Und in einer Situation wie dieser, wo möglicherweise die Hälfte der Regierung aus politischen Gründen ausscheidet, mag es sinnvoll sein, tatsächlich Experten zu nehmen, etwa im Landesverteidigungsministerium einen General oder was immer. Aber könnte jetzt Sebastian Kurz, der ja der ÖVP vorsteht, für die jetzigen FPÖ-Ministerien auch ehemalige zum Beispiel ÖVP-Minister vorschlagen? Wäre das möglich? Er könnte das. Er muss nur mit zwei Widerständen eventuell rechnen. Der Bundespräsident muss den Vorschlag akzeptieren. Und das Parlament kann mit Mehrheit ja jeden Minister stürzen durch ein Misstrauensvotum. Ja. Jetzt muss man ja auch annehmen, dass Gesetzesinitiativen, die von diesen expertengeführten Ministerien kommen, im Parlament es mutmaßlich schwerer haben, weil die Hausmacht, die man ja oft mitbringt, Stichwort Clubzwang, auch wenn dieses Wort verpönt ist, die hat ja ein Experte nicht. Das heißt, es gibt dann einen Vorschlag, ich sage jetzt einmal aus dem Innenministerium, um dieses Ministerium geht es ja unter anderem auch, aber wer wird den dann unterstützen? Ein Experte, der ein solches Ministerium leitet, kann eigentlich nur die laufende Verwaltung leiten und da und dort Kleinigkeiten ändern. Aber ihm fehlt die politische Kraft, wirklich etwa einen umstrittenen Gesetzentwurf vorzulegen. Denn wird er schon in seiner Regierung nicht durchbringen, geschweige denn im Parlament. Ein solches Kabinett ist eigentlich nur als Übergangslösung denkbar, um die laufenden Geschäfte, die laufende Verwaltung nicht zum Stillstand zu bringen, aber nicht um politische Visionen zu verwirklichen. Das heißt, es geht jetzt um diese mutmaßlich 4 Monate bis Mitte September in etwa, das wird der Wahltermin dann sein, und um den zu überbrücken, sozusagen hat man die Experten. Oder sind die auch in ihrem Vertrag, ich weiß nicht, haben die einen Ministervertrag, ist der zeitlich limitiert oder wie funktioniert das? Der wird nicht also nach Monaten oder so etwas limitiert sein, sondern der wird, ein Minister kann jederzeit vom Bundespräsidenten auf Antrag des Bundeskanzlers abberufen werden. Ja. Da gibt es überhaupt keine Frist. Er wird genau wie jeder andere Minister ernannt, bekommt dann dienstrechtlich den Ministergehalt und so weiter, aber keinen Vertrag wie in der Privatwirtschaft. Halten Sie es für realistisch, dass jetzt nicht nur der FPÖ-Teil der Ministerinnen und Minister mit Experten besetzt wird? Da steht er derzeit im Raum, da geht es ja immer um die Frage, wie geht es nach einem möglichen Ausscheiden von Innenminister Kickl weiter, sondern dass das auch die ÖVP macht. Pamela Rendi-Wagner von der SPÖ hat ja gestern gemeint, sie würde sich vorstellen können, eine grundsätzliche Expertenregierung, also wo auch der ÖVP-Teil der Minister
mit Experten besetzt ist, zu unterstützen. Das heißt, dann hätte man eine Parlamentsmehrheit. Ist das denkbar? Ja, es ist deshalb denkbar, weil auch eine solche Expertenregierung unter Anführungszeichen eine parlamentarische Mehrheit braucht, das heißt von einer parlamentarischen Mehrheit akzeptiert werden muss. Und da kann es durchaus sein, dass man, weil nicht sicher ist, ob die FPÖ da einfach mittut, ja, nicht? Dass man Oppositionsparteien braucht und diese Oppositionsparteien werden natürlich schon auch ihre Favoriten irgendwie pushen wollen. Das heißt, Sebastian Kurz könnte jetzt zum Beispiel auch eine Sozialdemokratin oder einen Sozialdemokraten zum Innenminister machen in diesen 4 Monaten? Könnte er machen, dann hätte er auch die Mehrheit, da würde er kein Problem haben, wenn die Sozialdemokratie glaubt, ich verbessere meine Wahlchancen, wenn ich jetzt da mit Kurz zusammenarbeite. Wird es wahrscheinlich so nicht spielen, aber wir gehen ja nur die theoretischen Möglichkeiten durch. Das ist ja ein Begriff, der ist in Österreich ja fast nicht in der Praxis erprobt. Da gab es nur hier und da Ministerien, wo man sich auf eine unabhängige Person geeinigt hat, aber von Koalitionsparteien. Aber so eine echte Expertenregierung hat es ja noch nie gegeben. Nein. Gibt es da internationale Beispiele? Es gibt internationale Beispiele, immer nur als Übergangslösung, etwa in einem Land mit so viel Regierungskrisen wie Italien. Mhm. Aber Experten, einzelne Experten hat es auch in dieser Regierung gegeben. Der Wissenschaftsminister hat betont, dass er keiner Partei angehört, dass er als Experte hier berufen wurde. Nicht? Also einzelne Experten als Minister hat es immer wieder gegeben, eine Expertenregierung aber nie. Okay. Ganz zum Schluss noch, was bedeutet denn der mögliche Rückzug der FPÖ-Ministerinnen und Minister, der möglicherweise bevorsteht, denn eigentlich für all jene Personen, die von der FPÖ entsandt wurden in Aufsichtsräte, in Vorstände, das hat jetzt nichts mit der Regierung an sich zu tun, aber die sind ja installiert, die haben Verträge und wenn die Regierung jetzt schon wieder vorbei ist, die sind trotzdem auf die nächsten Jahre bestellt. Die sind so lange bestellt, als der Vertrag läuft und sie sich nicht irgendwas zu Schulden kommen lassen. Also die Umfärbung mancher Institutionen, Nationalbank etc., die ist einmal für 4, 5 Jahre verankert. Das heißt, das ist einzementiert, es sei denn, es gäbe dienstrechtliche Verwerfungen, sonst haben die Personen dort sozusagen ihren Dienstvertrag und der wird sozusagen abzulösen. Der wird, weil man ohne einen wirklich klaren Grund, denn nur mit hohen Zahlungen abkaufen könnte, nicht? Anders kann man die nicht hinaus exekutieren. Ja, es ist spannend. Ein Begriff, der seit kurzem erst so richtig im allgemeinen Sprachgebrauch in Österreich existiert, die sogenannte Expertenregierung. Vielen Dank, Theo Oehlinger, dass Sie uns ein bisschen hinter die Kulissen schauen haben lassen. Gerne. Danke. Gerne. Ja, und wir werden sehen, wie es weitergeht. Kommt es zu dieser Expertenregierung oder nicht? Die nächsten Stunden, zumindest Tage, werden das wohl entscheiden. Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Thema. Bis zum nächsten Mal.